Als sich die Denver Nuggets zum NBA Champion 2023 krönten und jeden ihrer Gegner in den damaligen Playoffs wegfegten, sah alles wunderbar für sie aus. Sie waren das mit großem Abstand beste Team der Liga, mit dem mit großem Abstand besten Spieler auf dem Planeten und so gut wie alle ihre Spieler waren bereits für die kommende Saison unter Vertrag. Selten war ein Team in einer so guten Position, langfristigen und wirklich nachhaltigen Erfolg zu haben. Man leistete jahrelange gute Arbeit, um sich überhaupt erst in diese Position zu bringen. Mit einem Kern mitten in seiner Prime, klasse Rollenspielern und einem der besten Coaching-Staffs der NBA waren die Voraussetzungen überragend. Allerdings verlor man dann im Sommer 2023 gleich zwei wichtige Rollenspieler. Jeff Green ging nach Houston, während Bruce Brown sich die Indiana Pacers anschloss. Gerade letzteren konnte man einfach nicht bezahlen. Nach seinem Breakout-Jahr damals konnten die Denver Nuggets ihm aus CBA-Gründen nicht mal ansatzweise so viel bezahlen wie Teams auf dem freien Markt, weshalb es vollkommen verständlich war, dass sich ihre Wege dort trennten. Nun, auch wenn das Team damals zwei wichtige Rollenspieler verlor, gingen sie als Favorit im Westen in die neue Saison und sie wurden dieser Favoritenrolle das ganze Jahr über auch gerecht, bis man dann in der zweiten Runde der 2024er Playoffs vollkommen überraschend an den Minnesota Timberwolves scheiterte, eine 3:2 Führung in der Serie und 22 Punkte Führung in Hälfte 2 von Spiel 7 verspielte. In meinen Augen waren die Nuggets das bessere Team gewesen, ich weiß bis heute nicht so ganz, wie man diese Serie damals verlieren konnte und ich denke auch nach wie vor, dass sie die Boston Celtics in den Finals vor größere Probleme gestellt hätten, als es die Mavericks taten. Spielt aber, wenn wir ehrlich sind, alles keine Rolle, der Blick musste nach vorne gehen, es galt nun in der anstehenden Offseason sich erneut in die bestmögliche Position zu bringen, in der kommenden Spielzeit wieder um den Titel mitspielen zu können. Denn genau das muss der Anspruch sein, wenn du den besten Spieler der Welt mitten in deiner Prime hast. Während aber die Konkurrenz im Westen aus Dallas, OKC, Minnesota und Golden State besser wurde, kann man das von den Denver Nuggets nicht unbedingt behaupten. Denn wie schon im Jahr zuvor verloren sie einen ihrer besten und wichtigsten Rollenspieler in Kentavious Caldwell-Pope. Dieser wird ab der kommenden Saison für die Orlando Magic auf Kirbyjagd gehen und hat dort einen Vertrag über 3 Jahre und 66 Millionen Dollar unterschrieben. Eine Menge Geld für einen Rollenspieler, aber KCP war halt eben auch schlicht und ergreifend einer der begehrtesten Spieler auf dem Markt und gerade mal einer von 2 Spielern in der NBA mit mehr als einem Titel in den 2020ern. 2020 gewann er den Titel mit den Lakers und war extrem wichtig für diese, 2023 dann bei den Denver Nuggets, für die genau das gleiche galt. Und jetzt hat er eben beide Teams verlassen, in irgendeiner Art und Weise sogar von beiden Teams aus freiwillig. Während die Lakers ihn tradeten, entschieden sich die Nuggets ihn nicht zu bezahlen. Das hätten sie gut und gerne nämlich machen können, wir reden hier nicht über eine Bruce Brown Situation aus dem vergangenen Sommer. Denver war einfach nicht bereit, so tief in die Tasche zu greifen, die Magic schon, und nun haben sie nach Aaron Gordon wahrscheinlich den zweitwichtigsten Rollenspieler verloren, eine echte Konstante für sie. KCP war der beste Guard-Defender des Teams gewesen, ein 40% Shooter von Downtown, jemand der echt Kapital aus den vom Joker kreierten Vorteilen schlagen konnte. Er war wirklich perfekt für dieses Team und er ist in Anführungszeichen auch nur 31, sollte also noch nicht wahnsinnig abbauen in den nächsten 1-2 Jahren. In meinen Augen lässt sich da überhaupt nichts schönreden, die Nuggets haben ziemlich verkackt, ihn gehen zu lassen. Es ist nicht so, als ob ein anderes Team hier massiv überbezahlt hätte und Denver da einfach nicht mitgehen konnte. 3 Jahre 66 sind vollkommen fair für das, was KCP mitbringt und dass die Nuggets hier bewusst damit leben, schlechter zu werden, sagt einiges über sie aus. Man ließ außerdem Reggie Jackson gehen, an sich nicht so schlimm, denn so gut war dieser nicht, aber auch er hatte eine Rolle in diesem Team, er hatte Minuten und auch sein Abgang wird sie dünner machen. Die Nuggets waren einer der großen Verlierer nach den ersten beiden Tagen der diesjährigen Free Agency, 2 Spieler ihrer Rotation waren weg, man holte niemanden Neues rein, machte keinen Trade, man macht halt einfach gar nichts. Seitdem wurde es etwas besser, man ging eine der größten Baustellen im Kader an durch die Verpflichtung von Warriors Big Man Dario Saric. Ich bin persönlich ein großer Fan dieser Verpflichtung, da man jetzt endlich nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die DeAndre Jordan Minuten bekommt und ich finde, dass man jetzt auf den großen Positionen sogar relativ ordentlich im Vergleich zu den letzten Jahren aufgestellt ist. Mit Jokic und Saric auf der 5 sowie Gordon und dem frisch verlängerten Sieg Naji sieht die Big-Rotation jetzt gar nicht mal so übel aus, wenigstens was. Und trotzdem haben die Nuggets einen ziemlich dünnen Kader mittlerweile, abgesehen von Murray, Porter Jr., Brown, Gordon und Jokic als Starting 5 kommt da wirklich nicht mehr viel. Saric und Naji habe ich jetzt gerade schon angesprochen, aber was ist denn auf den kleineren Positionen, auf dem Flügel oder bei den Guards? Peyton Watson ist gerade mal 21 Jahre jung, er wird eine viel größere Rolle übernehmen müssen als davor. Die diesjährigen beiden Draftpicks werden direkt liefern müssen, fürchte ich. Ich kenne keinen anderen Contender, welcher im Backcourt oder auf dem Wing so dünn aufgestellt ist wie die Denver Nuggets und ich fürchte, das kann zu einem Problem für sie werden, wahrscheinlich.
Natürlich kann man immer noch Spieler reinholen. Wir haben gerade mal Mitte Juli und es ist noch unendlich viel Zeit in diesem Sommer, bis die neue Saison anfängt. Aber so wirklich viel gibt der Markt halt eben auch nicht mehr her und Capspace haben die Nuggets halt auch nicht. Aktuell stehen sie bei 193 Millionen Dollar in der kommenden Saison, knapp über der Gehaltsgrenze mit noch 2 Millionen Dollar bis zur First Apron und sogar 8 bis zur zweiten und da will man halt überhaupt nicht hin. Man hat in den letzten Tagen immer wieder den Namen Russell Westbrook mit ihnen in Verbindung gehört, aber da bin ich skeptisch, um ehrlich zu sein. Was passiert das letzte Mal, als sein Team KCP mit Westbrook ersetzte? Ich denke, wir wissen alle, worauf ich hinaus möchte. Russ ist nicht schlecht und es ist besser, ihn zu holen, als gar keinen Guard von der Bank, aber diese Idee, dass Denver ihn holt und ihre Offseason dann doch keine Katastrophe ist, halte ich halt auch für nicht besonders realitätsnah. Fakt ist, Denver muss etwas machen, sie müssen noch den einen oder anderen Spieler fürs Minimum reinholen, seien es Russ oder jemanden wie Spencer Dinwiddie, Lonnie Walker, Cameron Payne oder Josh Okogie, ja, das sind alles keine großen Namen, aber sie haben keine Wahl und etwas Besseres bekommst du halt auch nicht fürs Minimum. Und wenn du jemanden besseren willst, dann musst du halt für ihn traden, aber wen willst du abgeben? Das ist halt wieder die große Frage, Denver hat so schon nicht genug gute Spieler. So wie ich das sehe, leisten die Nuggets hier den zweiten Sommer in Folge keine gute Arbeit. Ja, die Second Apron ist ein großes Problem für sie und ja, ihre Möglichkeiten sind sehr begrenzt, das verstehe ich und dazu komme ich auch gleich noch. Aber in meinen Augen kann das keine Entschuldigung sein, dass der Kader den zweiten Sommer in Folge schlechter wird als zuvor, wenn du Nikola freaking Jokic auf dem Höhepunkt seines Schaffens hast. Du musst das Fenster mit ihm in seiner Prime maximieren, du musst Jahr für Jahr die absolute Priorität haben, den bestmöglichen Kader um ihn herumzubauen. Jetzt ist einfach nicht die Zeit, um sparsam zu sein, sondern die Zeit, Titel mit dem besten Spieler der Welt zu gewinnen. Macht Trades, geht über die Luxussteuergrenzen, bezahlt vielleicht auch mal mehr als ihr wollt, lasst dieses Team nicht auseinanderbrechen, weil ihr sparen wollt, das ist zumindest meine Meinung. Boston spart nicht, die Knicks sind all-in gegangen, Philadelphia ist all-in gegangen, OKC hat sich massiv verbessert, Dallas hatte ähnlich begrenzte Möglichkeiten und hatte eine um Welten bessere Offseason bisher verbuchen können, auch die Wolves halten ihren Kern zusammen und geben viel Geld aus, um competitive zu sein. Denver wird auch in der kommenden Saison wieder elitär gut sein, aber sie gehen keinesfalls als Favorit im Westen in die neue Saison, dafür ist die Konkurrenz einfach zu gut und sie mittlerweile leider zu dünn. Vielleicht abschließend, um sie vielleicht doch ein kleines bisschen in Schutz zu nehmen, so cool diese Regeln des neuen CBAs auch sind und so viel Ausgeglichenheit und Chancengleichheit man damit auch schafft, man kann jetzt bei den Nuggets einen Fall beobachten, welcher kein Einzelfall ist und erst recht nicht sein wird in der Zukunft. Teams werden bestraft, auch wenn sie ihren Kader selber zusammen gedraftet und entwickelt haben und das möchtest du ja eigentlich. Was die NBA ja nicht möchte, sind zusammengestellte Superteams, dass ein Team sich einfach viele gute Spieler zusammenkauft von überall. Man will eigentlich, dass die Spieler bei den Teams bleiben, bei denen sie ihre Karriere begonnen hatten. Was wir aber jetzt schon sehen ist, dass Teams ihren Kern selber gedraftet und toll entwickelt haben, diesen dann bezahlen und dann halt keine echte Chance mehr haben, ein gutes Team um sie herumzubauen. Denver draftete Jokic, Murray und Michael Porter Jr. alle relativ spät, hat sie gescoutet und entwickelt, dann irgendwann fett bezahlt und das fällt ihnen jetzt so ein bisschen auf die Füße. Lorenzo hatte das bei uns in unserer letzten Double Step Back Podcast Folge von Donnerstag auch angesprochen und kam direkt mit einem Lösungsvorschlag um die Ecke, den er gehört hatte, und zwar, dass die Max Deals die Teams ihren eigenen Spieler, die sie gedraftet hatten, geben, weniger gegen die Cap zählen. Somit würde man Teams nicht bestrafen und einschränken, die ihren eigenen Spielern Max Deals geben. Sicherlich keine perfekte Lösung und auch das könnte langfristig unangenehme Konsequenzen mit sich ziehen, zum Beispiel, dass Teams ihren eigenen Spielern mehr Geld bezahlen, als diese eigentlich wert sind und man dann kaum noch Trades machen könnte, weil viele Teams massiv überbezahlte Spieler in eigenen Reihen hätten, aber die Grundidee ist nicht schlecht. Boston zahlt Brown und Tatum bald jeweils einen Supermax, beide Spieler wurden von ihnen gedraftet, da sollten sie eigentlich etwas entlastet werden. Orlando zahlt Franz ab kommenden Jahr den Max, Paolo ab dem Jahr darauf. OKC wird massive Probleme haben, Shay, Chet und J-Dub zu bezahlen, das könnte in ein paar Jahren so ähnlich enden wie für Denver jetzt, da sollte man diesen Teams helfen in meinen Augen. Aber was haltet ihr von dieser Idee, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und auch gerne dazu, was ihr denn eigentlich von Denvers Offseason haltet. Gefallen euch meine Videos, dann lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.